Hallo und willkommen bei Arc Insight, dem Kanal für Architektur und Stadtgeschichte. In diesem Video besuchen wir die Kirche San Miniato al Monte, ein Kleinod sakraler Baukunst, innen wie außen dekoriert im toskanischen Inkrustationsstil. Ein Spaziergang hierher bietet einen grandiosen Blick auf Florenz. Und am Abend kann man an einer Messe, abgehalten von den Mönchen in Latein, mit gregorianischem Gesang teilnehmen. Beginnen wir zunächst mit der Außenansicht und der Baugeschichte. San Miniato al Monte zählt zu den ältesten Kirchen von Florenz. Zusammen mit dem Baptisterium ist sie das zentrale Werk florentiner Romanik. Der Legende nach entstand der Bau an dem Ort, an dem der heilige Minias starb. Gemäß der Überlieferung war Minias ein verarmter Prinz armenischer Herkunft, der im römischen Heer Dienst tat. Er verließ jedoch das Militär und zog sich auf einen Hügel bei Florenz zurück, um dort als christlicher Einsiedler zu leben. Daraufhin wurde er allerdings verraten und vor Kaiser Decius gebracht. Dort weigerte er sich, das Opfer an die römischen Götter zu vollziehen. Daraufhin wurde er gefoltert und am Ende in der Arena vor die wilden Tiere geworfen, die ihm jedoch nichts antaten. Schließlich wurde er enthauptet, doch nahm er seinen abgeschlagenen Kopf wieder auf, überquerte den Arno und ging den Hügel hinauf und starb. Über seinem Grab wurde später eine Kapelle errichtet. Der Bau der heutigen Kirche wurde etwa im Jahr 1150 begonnen und rund 50 Jahre später vollendet. Zunächst war die Kirche ein Benediktinerkloster, später dann übernahmen Olivetanermönche, ein Zweig der Benediktiner, die Bewirtschaftung. Zum Kirchengebäude gehörte auch ein Glockenturm, doch der war um 1500 eingestürzt. Als man dann den heutigen Turm begann, wurde er nie vollendet. Während der Belagerung von Florenz 1530 war er ein Artilleriestützpunkt und wurde von Michelangelo, der sich immer wieder mit Festungsbauten beschäftigte, mit zwei Kanonen ausgerüstet. Zudem schützte er den Turm vor feindlichem Feuer, indem er ihn mit Matratzen umwickeln ließ. Die Fassade ist ein besonders schönes Beispiel der Florentiner Protorenaissance oder auch Vorrenaissance, einer Phase des 11. und 12. Jahrhunderts. Sie wurde mit dünnen Marmorplatten verkleidet. Man nennt dies Inkrustationstechnik. In diesem Fall sind es weißer Carrara-Marmor und dunkelgrüner Serpentin aus Prato. Das Mosaik im oberen Teil der Fassade zeigt Christus mit Maria und Minias. Der Adler auf der Giebelspitze, das Wappentier der Zunft der Tuchhändler, die lange den Bau und Unterhalt der Kirche finanzierten, hält in den Krallen ein Wollbündel. Die Fassade inspirierte immer wieder große Meister. So Alberti zu seiner Fassadengestaltung an Santa Maria Novella. Die Säulen und halbkreisförmigen Bögen der unteren Zone wiederum Brunelleschi zur Konzeption der Loggia des Findelhauses. Die Türrahmen, die sich nach unten umbiegen und zur Schwelle werden, finden sich dort ebenfalls wieder. Wir begeben uns nun hinein und verweilen im Mittelschiff, um uns einen Überblick über die Innenräume zu verschaffen. Wie viele romanische Kirchen ist San Miniato eine basilikale Anlage mit drei Schiffen und ohne Querhaus, mit einem offenen Dachstuhl. Dass der Chor höher liegt, ist dem Märtyrergrab in der Krypta geschuldet. Der in die Kirche eintretende Pilger sollte die Gebeine des heiligen Minias ungehindert sehen können. Heute versperrt das Ziborium oder auch Kruzifixkapelle genannt im Mittelschiff die Sicht. San Miniato war zwar im Wesentlichen ein mittelalterlicher Kirchenbau, doch seine Ausstattung enthält zwei herausragende Beispiele der Renaissancekunst, eben das erwähnte Marmorziborium und die Kapelle des Kardinals von Portugal, einem angebauten Zentralraum. Beides werden wir noch genauer anschauen. Etwas Besonderes ist auch die Unterteilung der Kirchenschiffe durch Schwebebögen.
Sie bilden ein Strebewerk zwischen den oberen Wandteilen. Damit wechselt auch die Abfolge der Stützen. Nach zwei Säulen folgt ein mächtiger Pfeiler. Erwähnenswert sind auch die orientalisch anmutenden Einlegearbeiten des Fußbodens, unter anderem mit Tierkreiszeichen. Ein weiteres Beispiel für den Inkrustationsstil, den wir an der Fassade bemerkt haben, findet sich auch in der Chorschranke, die den Altarraum vom Raum für die Besucher trennt, und bei der zugehörigen Kanzel. Deren Lesepult wird von drei Evangelistensymbolen getragen. Dabei steht ein Mensch für Matthäus, ein Löwe für Markus und ein Adler für Johannes. Der Stier für Lukas fehlt. Gehen wir nun zum Ziborium bzw. der Kruzifixkapelle. Die kleine Kapelle stammt von Michelozzo. Sie wurde 1448 für das heute in Santa Trinita aufbewahrte Kruzifix errichtet. Hierzu gibt es eine Legende. Die Geschichte handelt von Giovanni Gualberto, dem Spross einer adligen Florentiner Familie. Während eines Kampfes wurde sein Bruder getötet. Gualberto schwor daraufhin Rache. Er traf dann den Mörder zufällig auf dem Hügel von San Miniato wieder. Doch wollte er nicht ohne göttlichen Segen den Racheakt vollziehen und bat vor dem Kreuz um ein Zeichen. Da neigte Jesus am Kreuz den Kopf. Gualberto sah dies als Zeichen, dem Mörder zu vergeben. Nach diesem einschneidenden Erlebnis entschied sich Gualberto fortan, als Mönch im Kloster San Miniato zu leben. Die Majolika-Kassetten innen und die farbig glasierten Dachziegel außen fertigte Luca della Robbia. Als Rückwand verwendete man ein Altarbild von Agnolo Gaddi, das Szenen aus dem Martyrium des heiligen Minias zeigt. Auftraggeber des Ganzen war Piero de' Medici, für die Zunft der Tuchgroßhändler. Er durfte dafür im Fries seine private Signatur, drei Straußenfedern mit Diamantring und seine Devise Semper, immer, anbringen. Die Tuchhändler verewigten sich mit ihrem Wappentier, dem Adler mit dem Stoffballen in seinen Krallen. Gehen wir nun in die Sakristei. Die 1387 angebaute Sakristei wurde durch Spinello Aretino mit Fresken ausgemalt, die das Leben des heiligen Benedikt, des Ordensgründers, schildern. An der Südwand, oben links, beginnt die Geschichte. Benedikt wurde um 480 in Nursia als Sohn einer vornehmen Familie geboren. Seine Zwillingsschwester war die später ebenfalls als heilige verehrte Scholastica. Schon in jungen Jahren wurde er mit seiner Amme nach Rom zur Ausbildung geschickt. Es wird auf dem nächsten Bild berichtet, dass der Amme in Rom ein Mehlsieb zerbrochen sei. Benedikts Gebet aber habe dazu beigetragen, dass sie es wieder zusammensetzen konnte. Entsetzt vom Leben in der Stadt, die vom politischen Verfall gekennzeichnet war, der Kaiserhof war bereits nach Ostrom umgezogen, schloss Benedikt sich einer asketischen Gemeinschaft an und zog sich dann in eine unbewohnte Gegend nahe Subiaco zurück, wo er 3 Jahre völlig einsam in einer Höhle lebte. Täglich ließ ihm ein Mönch aus einem benachbarten Kloster in Vicovaro an einem Seil ein Brot herab. Eine Glocke am Seil gab dazu das Zeichen. Die Legende sagt, dass er in dieser Zeit öfter vom Teufel in Versuchung geführt wurde, doch diesem widerstand. Dazu wälzte er sich sogar in Dornen. Benedikts Ruf als Heiliger wuchs, viele Menschen kamen, um ihn zu sehen. Die Mönche von Vicovaro luden ihn ein und wählten ihn zum Abt ihrer Gemeinschaft. Als sich die Mönche auf Dauer nicht mit seinen Regeln einverstanden erklärten, versuchten sie ihn der Überlieferung nach zu vergiften, doch der Giftkelch zerbrach, als er das Kreuzzeichen darüber machte. Benedikt verließ dann die Gruppe und kehrte als Vorsteher einer Eremitengemeinschaft von Schülern, die sich ihm anschlossen, in die Grotte nach Subiaco zurück.
Weitere Bilder berichten von Placidus und Maurus, Söhne eines römischen Patriziers. Sie waren schon als Kinder zur Erziehung zu Benedikt gegeben worden. Die Legende erzählt, dass Placidus eines Tages im Alter von 5 Jahren zu ertrinken drohte. Da bewirkte Benedikts Gebet, dass sein Bruder Maurus trockenen Fußes übers Wasser gehen konnte, um ihn zu retten. Mit einigen der Mönche zog Benedikt der Überlieferung nach im Jahr 529 fort aus Subiaco und baute das Kloster Monte Cassino. Einige Jahre später verfasste er seine berühmte, bis heute gültige benediktinische Regel mit dem Wahlspruch Ora et Labora, bete und arbeite. Sie macht auch seine persönlichen Wesenszüge kenntlich, ein Streben nach Ordnung, Gottes- und Nächstenliebe, die Bereitschaft zu Nachsicht mit den Schwachen. In den weiteren Bildern wird nun von Wundertaten berichtet. Der Überlieferung zufolge besuchte 542 oder 46 der Gotenkönig Totila Benedikt. Weil Totila misstrauisch war, wollte er testen, ob Benedikt wirklich prophetische Gaben besitze, und gab deshalb einem Gefolgsmann seine königlichen Gewänder und befahl ihm, sich Benedikt als König Totila vorzustellen. Benedikt erkannte den Schwindel. So überzeugt ließ sich Totila nun von Benedikt segnen, der ihm auch seinen Tod voraussagte. Totila fiel tatsächlich 552 in besagtem Kampf. Benedikt starb der Überlieferung nach am Gründonnerstag 547 während eines Gebets am Altar der Kirche in Monte Cassino, stehend und mit erhobenen Armen. Seine Brüder sahen, wie er von Engeln zum Himmel getragen wurde. Nach neuerer Forschung starb er wohl um das Jahr 560. Schauen wir noch in die Kapelle des Kardinals von Portugal. Sie entstand 1461 bis 66 im Auftrag König Alfons V. von Portugal für seinen in Florenz verstorbenen Neffen, Kardinal Jakob von Lusitanien. Es ist ein den Idealen der Renaissance entsprechender quadratischer Zentralbau. Die Pläne für dieses Gesamtkunstwerk lieferte der Brunelleschi-Schüler Antonio Manetti. Die bildhauerischen Arbeiten übernahm Antonio Rossellino, unterstützt von seinem Bruder Bernardo. Die Grabkapelle vereinigt dabei christliches und antikes Gedankengut. Am Sockel des Grabmals entdeckte man außer Engeln und Putten auch die Darstellung einer römischen Biga, ein Streitwagen, der von 2 Pferden gezogen wurde. Auf der Gegenseite ist ein Mithras-Opfer dargestellt. Der Mithras-Kult war vom 1. bis 5. Jahrhundert im Römischen Reich verbreitet. Der leere Thron gegenüber ist als Hinweis auf den noch leeren Richterstuhl des jüngsten Gerichts zu verstehen. Insgesamt ist dieses Grabmal als Vorstufe zu den Sarkophagen Michelangelos in der neuen Sakristei von San Lorenzo zu betrachten. Gehen wir nun noch in die Krypta. Sie ist der älteste Teil der Abteikirche. Im Altar sollen sich die Gebeine des heiligen Minyas befinden. Es gibt aber auch Hinweise, dass diese nach Metz verbracht wurden, bevor San Miniato al Monte errichtet wurde. In den Wölbungen der Krypta befinden sich Fresken von Taddeo Gaddi. Das Kruzifix über dem Hochaltar wird Luca della Robbia zugeschrieben. Es lohnt sich, noch etwas im Außenbereich der Kirche spazieren zu gehen. Neben der Abteikirche befindet sich das Kloster sowie der befestigte Palast des Bischofs, der früher als Sommerresidenz diente und heute zum Kloster gehört. Der ganze Komplex ist von Verteidigungsmauern umgeben, die ursprünglich von Michelangelo während der Belagerung errichtet und unter Cosimo I. zu einer richtigen Festung ausgebaut wurden. Diese Mauern umgeben auch den zum Gebäude gehörenden Friedhof. Er wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut.
Durch seine schöne Lage war der Friedhof der prädestinierte Ort, um die wohlhabenden und verdienten Bürger der Stadt zu beerdigen. Ein Grab gehört zum Beispiel Carlo Collodi, dem Schöpfer von Pinocchio. Damit sind wir am Ende unseres Rundgangs durch San Miniato angelangt. Weitere Videos zu Florenz und anderen Städten findest du in der Infobox oder bei Arc Inside. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Abo unseres Kanals.